It's Peach Time und damit willkommen zurück im nächsten Part zu Super Mario Bros. Wonder, liebe Leute. Ich bin der Divi und wir wechseln erstmal den Charakter, wie gesagt, zu Daisy. Daisy, Rosalina fehlt, ne? Ja. Blick in die Sterne. Interessierst du dich für die Sterne eines Levels? Level, die viele Sterne haben, können eine große Herausforderung sein, aber lass dich davon nicht abhalten. Kampfparty, Röhrenfels Arena. Röhrendickicht im Sumpf. Schwierigkeitsgrad 3. Hören wir mal das mal. Erst an Lili muss man immer denken, die Spiele sind hauptsächlich für Kinder gemacht. Ne? Also so schwer können sie dann gar nicht sein. Wowie Zowie! Was hat denn, ey? Oh, in die Brühe rein unten, ey. Okay. Oh, voll vom Elefant zerquetscht. Kann ich das nicht auch schieben? Ich bin ein Elefant, ey. Einfach sagen. Ich bin doch ein Elefant. Ich werde cool, wie das alles animiert haben, ey. Okay. Wie gesagt, ich finde halt so schön, dass es keine Zeit mehr gibt. Man kann die Levels mal richtig echt genießen. Und ihr denn da? Hallo. Oh Gott. Könnt ihr das bitte sein lassen? Danke. Ich müsste eigentlich nachgucken, ob da irgendwo in den Rohren was drin ist. Oh, mir juckt die Nase. Oh. Oh. Tut. Oh, guck mal da muss ich wieder so ein Rohr reinschieben. Oh, warte mal. Geht das? Cool. Das ist echt geil. Oh Gott. Oh mein Gott! Nee, ich warte auf den nächsten. Ich warte auf meinen nächsten Zug. Boah!
Achso, ich kann einfach stehen bleiben. Ja, das muss man mir auch mal sagen, dass das geht. I did it! War das alles nur ein Traum? Boah! Nice. Oh yeah. See ya. Oh, mein Bein, ey. Nice. Dann gehen wir mal hier rein. Spike-Versteck im Senkröhrental. Man kriegt auf jeden Fall viel weniger Leben, ne, als in Hauptteil, anderen Teilen, ne? Ja, das ja. Was? Oh Gott! Oh. Hä? Ja, genau, den Elefant kann da hochklettern. Hey, den One-Up. Komm her, werf dein scheiß Ding, ey. Kann man da irgendwo rein? Nein. Scheiße. Komm, Daisy. Boah, shit. Warte mal, wie geht das nochmal? Oh, geht nicht, okay. Da ist nichts. Ach, kurz, ich hatte Nase jucken.
Was war das? Wir sind zu schwer für das Ding. Hey. Hey. Wir sind zu schwer für das Ding. Oh Gott. Na, schade. Elefant wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen an der Stelle jetzt. Na gut, hat trotzdem geklappt. Oh nein, ich habe ein Dings vergessen. Hä, wie geht das denn? Hä? Ich dachte, ich hätte alles mitgenommen. Na, guck mal, Matthias. Kampfparty, Ohrenfels Arena. Lass mich raten, da sind jetzt mehrere Genarten, die ich jetzt alle kaputt machen muss, bevor die mich kaputt machen. Besiege alle Gegner. Herr Walz gedacht, das Tor öffnet sich, wenn du alle Gegner besiegt hast. Bist du so besonders schnell, erhältst du zusätzliche Belohnung. Versuche das alles gemeinsam mit einem Freund. Na, shit, da unten. Und geht da runter. Ich glaube, ob der Elefant so eine gute Idee ist, ey. Na da, ja. Da ist Elefant auch eine gute Idee. Da konnte ich gut Zeit rausholen. Oh Gott. 6 Sekunden. Alles klar. Sechs Sekunden, ey. Ja, komm, das schaffe ich locker. Komm, das versuchen wir nochmal. 6 Sekunden. Das schaffe ich. Die Piranha-Pflanzen ist das, was mich so lange aufgehalten hat. Was? Stopf es rein? Was hat er gesagt?
Ich bin gut drauf. Ich bin gut auf Zeit. Boah, ich bin so richtig gut auf Zeit sogar, ey. Krass. Ich hab richtig gut Zeit rausgeholt. Krass, ich war richtig schnell, ey. Das war super. Yay. Perfekt. Dann gehen wir erstmal hier raus. Oben war ja noch ein ganz schweres Level, das ich eben noch machen möchte. Genau das hier. Schwierigkeit 4. Und jetzt, wo ich ein Elefant bin, das, glaube ich, könnte es kein Problem sein. Ich glaube, das ist die höchste Schwierigkeitsstufe, die geht, ne? Oh Gott, what? Also deswegen ist das Schwierigkeitsgrad. Weil ich jetzt auf Spikes laufen muss, von Elefanten aus. Oh Gott, das war ein Fehler. Boah. Oh lol. Okay, das ist krass. Das ist krass. Okay. Das wird krass werden, das Level. Alles klar. Ich bin bereit dafür. Ich hab's erst nicht gecheckt. Ich dachte, ich muss vor denen abhauen, aber ich muss einfach nur auf die drauf. Oh, der ist dies nicht draufgesprungen. Shit, die ist nicht draufgesprungen, ey. Die ist nicht draufgesprungen rechtzeitig. Ich weiß, was die aber mit Schwierigkeitsgrad halt meinen, ne? Oh nein, da oben wär's... Oh, da oben wäre eine Münze gewesen. Oh, oh Gott. Nein, alter Schwede. Alter. Okay, das ist das erste Level, das mich fertig macht. Aber es ist, glaube ich, auch voll ein kurzes Level auch nur, ey. Man muss einfach nur wissen, wann man springen muss. Nein. Oh Mann. Oh, das Timing war kacke. Aber ich habe die Münze gekriegt. Das ist die Hauptsache.
Ach Mist, ich wollte die... Na egal. Oh, da wäre die Münze gewesen. Oh. Was? Warum kommst du denn von hier? Okay. Ich habe nur eine Münze vergessen, ne? Ja. Ja, ich bin, bei dem Level bin ich mit meiner Leistung nicht wirklich zufrieden, ne? Nicht wirklich, nein. Einmal machen wir es noch, um zu gucken, ob ich die Münze kriege und vielleicht ein bisschen besser das Level abzuschließen. Aber ich mit meiner Leistung war ich nicht wirklich glücklich jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, also. Ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden. Aber das kann ich besser. Mist. Oh nein, ich hab die Münze wieder vergessen, ey. Was ist denn da eigentlich? Versuchen wir das Level nochmal eben neu. Ich möchte die letzte Münze kriegen, ey. Ich bin auf jeden Fall besser jetzt in den Level. Na gut, weil da war halt immer eine Routine drin, ey. Jawohl. Jawohl, ich hab sie. Jawohl. Jetzt bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Boah, einfach ein Sprung, ey. Ja, perfekt. Jetzt bin ich zufrieden mit dem Level. Sehr schön. Galopteris Stapede. Stapede? Alles klar, hatte ich irgendwo noch was übersehen? Ich glaube, ich mache das Spiel doch zu 100%, ne? Na da, die goldene Fahne, ne? Weißt du was, ich mach kurz da die goldene Fahne eben noch schnell, Leute, in dem Level eben schnell, komm. Das schaffen wir eben noch schnell, nichts wie hinterher. Ich rase dann einfach jetzt richtig durch. Dann nehmen wir auch den Elefanten. Und dann wird durchgerast.
Boah, wie geil. Wieso habe ich letztes Mal das Ding nicht gekriegt? Ach ja, stimmt. Am Ende waren so Dinger, die ich kaputt gemacht habe. Waren das die hier? Nee. Das waren die hier, oder? Yes! Perfekt. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Jetzt habe ich ja auch 100% in dem Level. Sehr schön. Perfekt. So. Wart noch? Oder wartet jetzt alles? Hä? Guck mal. Wieso habe ich denn da keinen Stempel? Komisch. Stimmt, ich habe da keinen Stempel. Hier habe ich einen Stempel, hier habe ich keinen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, warum ich hier keinen Stempel habe, weil ich habe doch da alles. Goldene Fahnen, ich habe alle drei Münzen, ich habe alle zwei Wurzeln, also ich denke eigentlich, ich habe da alles. Galopteris, Stapedo, da habe ich auch nicht alles. Okay, komisch. Aber okay, Leute, dann würde ich sagen, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und im nächsten Part geht es auf jeden Fall weiter, wo wir dann das erste Mal einen Toad spielen werden. Auf Wiedersehen, euer Divi. Tschüss.